Hi, herzlich willkommen auf tubalehren.de. Ich bin Raimund, dein Online-Tuba-Lehrer und ich stehe heute hier vor einer der größten Tuba-Ausstellungen der Welt zusammen mit Frank Schröder, dem Geschäftsführer von FMB. Hallo Herr Schröder. Hallo, grüß Sie. Ja, das ist wie gesagt eine der größten Ausstellungen überhaupt für Tuben. Ja. Und Sie haben es mir eben gerade schon verraten, die Tuben sind schon das, was... was die Leute mit FMB am meisten in Verbindung bringen. Ja, also die Tuba ist sicherlich unser Aushängeschild, weil wir da weltweite Kundschaft haben. Es kommen also Touristen aus aller Welt nach Gütersloh in schöne Ostwestfalen, um Tuben auszuprobieren. Aber selbstverständlich ist FMB ein Spezialanbieter für Metall- und Holzblasinstrumente überhaupt. Also wir haben eine sehr fundierte Klarinetten- und Saxophonabteilung und sowieso Posaunen, Trompeten. Also alles, was Blasinstrument heißt, ist hier in Hülle und Fülle bevorratet. Mhm. Wie kam das dazu, dass dieser Handel so groß wurde? Diese spezialisierte Ausrichtung hat mein Vorgänger und Gründer der Firma, Hans-Jörg Ligenser, so sich erdacht. 1992 hat er die Entscheidung getroffen, ein Spezialgeschäft für Blasinstrumente einzurichten, weil er als Vollsortimentshändler, der davor war mit Gitarren und Tasteninstrumenten und immer nie so richtig in die Sortimentstiefe gehen konnte. Ja, und dann hat er sich gesagt, ich schränke mein Gesamtprogramm ein, aber in diesem Bereich möchte ich eine maximale Produkttiefe erreichen. Ja. Ja, und das habe ich halt in den letzten fast 20 Jahren so weitergeführt und noch weiter vertieft und auch vergrößern können. Und das ist dann auch der Hauptvorteil gegenüber dem klassischen Musikladen um die Ecke? Ja, auf jeden Fall. Ja, also die Auswahl und natürlich unsere Fachkompetenz. Wir haben einen kleineren Bereich, mit dem wir uns auskennen müssen, ja, haben es da vielleicht auch etwas leichter als ein Vollsortimenter, der sich mit allen Instrumentengruppen auskennen muss können da in allen Details wirklich Rede und Antwort stehen. Mhm. Sie haben ja auch einen Online-Handel, Online-Versand. Ja. Wie läuft das ab? Ist das wie bei Zalando, beim Schuhe bestellen, dass die Leute sich 10 Trompeten nach Hause bestellen und 9 wieder zurückschicken? Also bei den Instrumenten ist es nicht so, weil viele natürlich scheuen, dann für 10 Trompeten in Vorkasse zu gehen, sonst wäre das wahrscheinlich auch so. Ähnlich ist es vielleicht bei den Mundstücken so, nur ist es ja auch bei den Mundstücken wirklich so, man muss sie ja ausprobieren und da kommt es halt schon vor, ne? Dass dann halt mehrere bestellt werden und dann alle oder nur bis auf eins wieder zurückkommt. Das ist aber auch nicht schlimm, das ist ja so gewollt. Ja, also bei mir war es jetzt heute ja zum Beispiel so, ich bin jetzt hierher gekommen, ich habe mich vorher online ein bisschen schlau gemacht und bin jetzt hierher gekommen, um mir dann schließlich ein Instrument auszusuchen. Machen das die meisten so oder kommen die meisten Instrumente tatsächlich per Post nach Hause? Also in den meisten Fällen läuft es so wie bei Ihnen heute. Ja, man schaut halt, wo bekomme ich was und wo ist was bevorratet. Ja, und dann findet oftmals noch ein informelles Telefongespräch statt. Vielleicht macht man einen Termin. Ja, und dann gerade für die Anschaffung eines teuren Instrumentes wie eine Tuba ist man ja auch bereit, einen weiten Weg zu machen. Und dann kann ich auch nur jedem empfehlen, den Weg zu uns zu machen. Sicherlich kann man alle Instrumente, die wir anbieten, auch online kaufen, aber oftmals ist es so, dass wir hier in der Beratung zusammen dann vielleicht sogar noch ein anderes Modell dann raussuchen, was dann optimaler passt. Genau, das habe ich ja heute auch erlebt. Also es war wirklich eine sehr gute Beratung, die ich hier erfahren habe. Das freut mich. Haben Sie auch eine Werkstatt? Ja, haben wir auch. Ja. Also da bieten Sie auch alles an, von Maschine erneuern bis über eine Komplettüberholung? Ganz genau, ja. Ja, okay. Das machen wir auch. Also komplette Überholung mit Lackierung. Die Lackiererei haben wir nicht im Haus, das machen wir extern, aber sonst alle Reparaturen, ja. Mhm. Okay, Sie spielen auch selbst Tuba? Ja, ich bin selbst auch Tubist und spiele ein bisschen Euphonium, habe das aber nie beruflich betrieben, ja, ja. Aber die Tuba ist schon seit vielen Jahrzehnten meine Leidenschaft. Ja. Und was gibt es jetzt bei den Tuben, die man jetzt hier so kaufen kann? Es gibt ja große Preisunterschiede. Ja. Wie spiegelt sich das in der Qualität wider? Also
man kann nicht immer sagen, dass es, je teurer das Instrument ist, desto besser ist es jetzt für einen persönlich. Mhm. Es gibt da schon zwei Kriterien. Einmal die Verarbeitung an sich und die Haltbarkeit. Da muss man halt schon in unteren Preisklassen aufpassen. Das sind aber oft Instrumente, die wir gar nicht im Programm haben. Ja, also wir werden oft gefragt, Mensch, warum habt ihr keine billigere Tuba oder keine billigere Trompete, billigere Klarinette? Wir sind natürlich immer auf der Suche nach möglichst günstigen Instrumenten, um halt möglichst vielen Leuten einen günstigen Einstieg auch in die Musik zu ermöglichen. Aber auch wenn ein Instrument noch so billig ist, muss es ja funktionieren. Und es muss auch unter vernünftigen Umständen hergestellt worden sein. Arbeitsbedingungen, das, Umweltbedingungen ganz genau, und so weiter. Genau, solche Sachen. Ja. Und in unserem Sortiment gibt es natürlich auch eine Qualitätspreisabhängigkeit, gar keine Frage. Was für einen selber dann das richtige Instrument ist und wie für einen selber sich das Preis-Leistungs-Verhältnis darstellt, ja, das kann man am besten in der Beratung und im Ausprobieren dann testen. Und welche Fabrikate haben Sie, was jetzt besonders die Tuben angeht, alle im Programm? Welche Marken? Also da haben wir alle führenden Marken soweit im Programm. Das ist Melton, B&S, Miraphon, Adams, Wilson, Petersburg. Für diese Marke haben wir den Vertrieb für mehrere Länder und sind da auch im engen Kontakt mit der Firma, um Modelle voranzutreiben. Wir haben also vor kurzem ein Petersburg Premium auf den Markt gebracht, oder vor kurzem, im letzten Herbst war das. Das ist ein Instrument mit einer deutschen Maschine. Also die Petersburg, die kommt ja ursprünglich aus St. Petersburg und wird mittlerweile in der Ukraine und in Bratislava gefertigt. Und um die mechanische Qualität auf einen ganz anderen Level zu heben, haben wir gesagt, wir lassen die gleiche Maschine nachbauen mit den gleichen Dimensionen, aber in deutscher Fertigungsqualität von der Firma Jürgen Vogt in Magnerkirchen und bauen die in unsere Premium-Modelle ein. Und damit ist diese Tuba dann auch, was die mechanische Verarbeitung und die Performance angeht, mit anderen Premium-Marken auf Augenhöhe. Mhm. Und ansonsten sind die um einiges günstiger dann die... Ja, ja. Auf jeden Fall, ja. Mhm. Und mit Sanktionen oder so, haben Sie da keine Probleme von wegen Handel mit Russland? Gut, also erstmal ist es ja in der Ukraine. Okay, ja. Und der Firmensitz, also mit dem wir so zu tun haben, sitzt in Bratislava. Okay. Wie sich das jetzt mit dem Hin und Her von Bratislava in die Ukraine darstellt, habe ich also keinen Einblick. Aber ich glaube nicht, dass es da Probleme gibt, haben wir also zumindest noch nichts gehört. Okay. Auf was muss man achten, wenn man sich jetzt eine neue Tuba kaufen will? Was ist das Wichtigste? Ja, dass sie zu einem passt. Also es ist ja so, eine Tuba ist ja auch oft eine Anschaffung eines Musikvereins. Ja. Ja? Ja. Da will der Dirigent die Tuba, die am schönsten klingt. Ja? Ja. Der Tubist will eine, die ganz leicht losgeht und die auch ganz leicht ist vom Gewicht her. Der Kassierer möchte eine, die nichts kostet. Ja? Und die drei muss man irgendwie zusammenbringen. Ja. Da machen wir auch gerne Termine in den Musikvereinen. Ja? Also es kommt nicht selten vor, dass wir auch mit einer Auswahl an Tuben in die Proben fahren. Ja. Meistens als zweiten Punkt. Als erstes kommt der Tubist hier hin und hat so eine Auswahl an Favoriten. Ja, der eine ist preislich im Limit, der andere lässt sich schöner spielen, wie auch immer. Ja, ja. Und dann fahren wir hin und gucken wirklich, was passt zum Tubisten und was passt zum Orchester. Weil nur wenn die Tuba zum Tubisten passt, wenn er den Tubisten unterstützt in dem, wo er Unterstützung braucht, dann hat er eine maximale Klangausbeute und kann auch ein Ensemble oder Orchester maximal tragen. Mhm. Ach genau, Tuben für Anfänger und Fortgeschrittene oder für Profis. Was gibt es da für Unterschiede? Ja, also eine Tuba für einen Anfänger und für einen Hobby-Tubisten, da ist sicherlich ein Kriterium, dass sie zentriert ist und keinen allzu hohen Widerstand hat. Mhm. Dass eine angenehme Luftführung da ist. Mhm. Dass auch gerade, wenn ich mich in der Kontralage bewege, dass sie nicht sofort die ganze Luft aus den Lungen saugt, sondern mir die Chance gibt, den Ton zu halten. Ja, wenn ich in den professionellen Bereich reingehe, da ist der Spielkomfort
nicht das erste Kriterium, sondern eher die Klangvorstellung des Orchesters oder des Tubisten, der dann oft auch bereit ist, mehr Anstrengung und Arbeit in sein Spiel einzubringen, um das zu erreichen, was er sich vorstellt. Ja, das ist so ähnlich wie vielleicht mit einem Sportwagen, ja, mit einem Formel-1-Rennwagen würde ich jetzt auch nicht einkaufen fahren, ja, das ist unbequem. Ja, und das sind die Kriterien. Deshalb ist ja auch die persönliche Beratung ist ja so wichtig, weil wir sprachen anfangs über den Preis, ja, Preis-Qualität. Also es kann eine Tuba für zwischen 5.000 und 7.000 Euro für einen Hobby-Tubisten viel, viel besser sein als eine Tuba für 20.000 Euro. Ja. Und das kriegt er hier auch ganz ehrlich gesagt. Ja. Und das ist auch so die Preisspanne, die man hier für Tuben bezahlen kann, ja. Irgendwas zwischen 5.000 und 20.000 Euro. Ja, oder zwischen 2.500 und 20, ja. Ja, genau. Okay. Mhm. Wie kamen Sie zu dem Instrument Tuba? Ja. Also ich habe erst Trompete gespielt und habe mich dann immer tiefer orientiert. Habe dann mal zwischendurch mal ein, zwei Jahre Posaune auch mitgespielt, das gefiel mir ganz gut. Und dann Euphonium und dann in meiner Zeit bei der Firma Wenzel Meine, da habe ich also den Beruf des Metallbass-Instrumentenbauers und Schlagzeugmachers gelernt. Mhm. Da bin ich dann ganz auf die Tuba gekommen und seitdem sind die Tuba und ich untrennbar. Das heißt, Sie können auch selbst Tuben herstellen? Ich habe das gemacht und ja. Könnte es auch noch, ja. Dann sind Sie ja wirklich ein Fachmann für Qualität und ja, für genau. Die Fertigung von der Tuba. Ja, ja. Genau. Was wird baulich verändert und was ist der Unterschied zwischen einem Anfänger- und einem Profi-Instrument? Also, dass es jetzt zum Beispiel schwerer anspricht oder dass sich der Klangcharakter verändert? Also ist es eigentlich nie immer nur ein Bauteil. Ich kann Ihnen jetzt also nicht sagen, also grundsätzlich, wenn Sie das und das machen an der Tuba, egal an welcher, dann passiert das und das. Es ist immer das Gesamtkonzept. Sicher gibt es grundsätzliche Wirkung, wenn ich ein Mundrohr größer mache oder ein Schallstück kleiner mache. Aber wenn ich ein Instrument verändern möchte in eine bestimmte Richtung, sei es, ich möchte die Ansprache optimieren, dass es leichter geht, Intonation verändern, dann ist es immer wirklich das Gesamte, was man im Auge halten muss. Weil wenn ich als Instrumentenbauer, als Metallbass-Instrumentenbauer einen Bereich verändere und verbessere, kann es sein, dass ich zwei andere Bereiche verschlechter. Ja, und deshalb muss ich immer alles im Blick haben. Es gibt sicherlich bei den F-Tuben einen Trend, der sich durchgesetzt hat, dass man zum Beispiel das fünfte und sechste Ventil häufig nachsetzt. Mhm. Also das fünfte und sechste, auch bei ihrer Selected Edition, die funktioniert in der traditionellen Bauweise sehr, sehr gut. Ja. Da sitzt das fünfte und sechste Ventil vor dem ersten Ventil. Ja. Und bei den Tuben der noch neueren Generation, wie zum Beispiel die Merafon Electra oder die Melton Tradition, Melton 4450 oder das Brandstätter Modell auch von Melton, da sind diese Ventile nachgesetzt, um den Bereich um das B und ein C und auch bis zum großen F freier zu machen. Ja, also sie haben also keine Klangbrüche mehr. Ja. Das, wo man mit einigen alten, älteren Modellen halt einfach, damit muss man leben. Als Tubist, F-Tubist, musste man einfach damit arbeiten. Ja, diese schwächeren Grundresonanzen dieser Töne halt auszuarbeiten. Und das braucht es eigentlich bei den modernen Tuben dann nicht mehr. Also das ist so eine Geschichte, die sich dann wirklich auch durchgesetzt hat. Ja. Wie kommt das, dass sich das durchgesetzt hat, dass wir jetzt an der F-Tuba zum Beispiel den langen Halbton und den langen Ganzton haben, weil es gibt ja auch alte Modelle, die mit einem Quintventil arbeiten. Mhm. Oder dann gibt es diese Wiener Bauweise mit 6 Ventilen, also 3 links und 3 rechts. Wie kam das, dass sich das durchgesetzt hat? Ja, das sind also Trends und Traditionen, wobei zumindest ich jetzt gar nicht so sagen vermag, was jetzt letztens der Auslöser war, dass sich die heutige Ventilanordnung durchgesetzt hat. Das Quintventil ist schon ganz lange immer wieder in F-Tuben eingebaut worden. Also ich weiß es aus meiner Zeit als Instrumentenbauer meiner Zeit bei der Firma Wenzel Meine so, dass also damals der Professor Walter Hilgers, der auch allen bekannt ist, der hatte grunds-
grundsätzlich Quintventile an seinen F-Tuben, seine Studenten genauso. Und viele seiner Studenten, die heute selber Lehraufträge haben, haben häufig noch die Quintventile. So ist es immer so eine Tradition, auch eine Gewohnheit, die solche Systeme dann am Leben hält. Ne? Mhm. Jetzt ist mir aufgefallen, dass ich in den letzten Jahren, gerade was Intonation angeht, an den Tuben, also an allen Tuben, extrem viel getan hat. Ja. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt meine B-Tuba spiele, muss ich, wenn ich Griffe auf 2-4 greife, muss ich elendig viel triggern. Mhm. Und wenn man eine nagelneue spielt, eine Miraphon oder eine B&S oder irgendwas, man muss eigentlich so gut wie nicht mehr triggern und die Töne stimmen trotzdem. Ja, wie kommt das? Tja, also da kommt natürlich die moderne Messtechnik und moderne Entwicklungsmethoden kommen da zum Tragen. Früher war das immer so ein bisschen Try and Error. Natürlich kannte man grundsätzlich die Gesetzmäßigkeiten, wie muss ich den Verlauf des Zuschnitts verändern, um bestimmte Sachen zu erreichen. Aber es war sehr mühsam. Man hat also viel Sachen verworfen und in Mülleimer geschmissen. Man hat heute Computermesstechniken, Methoden, mit denen man das schon eher vorberechnen kann, obschon es natürlich immer wieder des Bauens und des Ausprobierens bedarf. Letzten Endes die Innovation der Firmen. Also da kann ich wirklich auch die Firma Melton und B&S hervorheben, die in den letzten, so wie ich das mitgekriegt habe, so 20, 30 Jahren gerade für die Tuba unheimlich viel getan haben. Also die haben eine wahnsinnige Entwicklung da reingelegt und haben somit natürlich auch den Tuba-Markt immer mit Recht dominiert und haben Wettbewerber dazu gebracht, dann natürlich auch Sachen zu entwickeln. Ja. Und ich denke schon, dass es also gerade diesen beiden Marken auch mit zu verdanken ist, dass da in der Tuba so eine Innovation stattgefunden hat. Ja. Okay. Gut. Dann bedanke ich mich ganz herzlich, dass Sie mein erster Interviewpartner auf Tuba-Lehren.de waren. Das hat mich sehr gefreut. Und ich verabschiede mich natürlich bei euch. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst einen Daumen hoch da, abonniert den Kanal, ihr kennt das Spiel. Und ich freue mich natürlich über Kommentare und wenn wir demnächst mal wieder Interviews machen, dann auch gerne über Tipps und so weiter. Und dann wünsche ich euch viel Erfolg beim Tuba-Üben und tschüss.